Er spielt hier mit Ball, wirft ihn an eine Wand, würde ich sagen. Während wir warten. Okay, doch kein Ball. Du wirst bestimmt Zustimmung erhalten, hier bleiben zu dürfen, wenn du die Häuser kaputt machst. Jay, hör auf. Du brichst dir sonst noch den Zeh. Komm her, setz dich. Nein. Es hat nicht funktioniert. Ich habe gemacht, was du gesagt hast, und es war ihnen egal. Ich weiß, ich war böse, aber sie lassen es mich nicht wieder gut machen. Das wissen wir noch nicht. AJ, durchatmen. Was machen wir, wenn wir wütend werden? Komm Wände schon, du treten? willst doch nicht laut sein, oder? Was machen wir, wenn wir wütend werden? Wir halten inne und denken und, ich bin immer noch richtig, richtig wütend. Ich weiß, dass ich nicht wütend werden soll. Oder traurig. Dann mache ich nämlich dumme Sachen. Und du hast allen Grund, wütend zu sein. Wir kriegen das zusammen hin, okay? Okay. Wir halten inne, wir denken und wir atmen. Atmen. Geht's dir besser? Glaub Du nicht. bist immer noch wütend, oder? Ich glaube, ich bin auch traurig. Ich habe gemacht, was du gesagt hast. Ich weiß, du hörst sehr gut zu. Ich wollte, dass es ihnen allen besser geht. Es hat nicht funktioniert. Wieso hast du es mir gesagt, wenn es nicht funktioniert? Müssen wir weiter Vielleicht hat versuchen. es ja geklappt. Vielleicht stimmen sie dafür, dass wir bleiben. Ich weiß nicht. Sie waren ziemlich wütend. Nicht alle. Violet war auf unserer Seite. Vielleicht überredet sie die anderen. Ja, vielleicht. Ich will nicht gehen. Weiß ich doch. Ich finde es toll, immer zu wissen, wo wir sind. Das Bett, das Essen. Ich mag die anderen Kinder. Nicht alle, aber Ten und Louis und Violet. Erfahren was. Wir haben abgestimmt. Ihr müsst gehen. Ich habe nicht abgestimmt. Ich will, dass wir bleiben. So funktioniert das nicht. Vielleicht sollte es aber. Es musste ihr nicht gefallen. Gut, das tut es auch nicht. Ich fasse es nicht. Ihr seid alle durchgeknallt. Nach allem, was Marlin getan hat, nach all den Lügen. So reagiert ihr? Ihr werft uns raus, weil wir in seinen Scheiß verwickelt wurden? Marlin hat seine Waffe fallen gelassen. Dann hat AJ ihn ermordet. Wie können wir danach noch in eurer Nähe sein? Wie sollen wir euch vertrauen? Das war nötig. Wir haben euch gerettet. So unfassbar dämlich. Du hast gesagt, wenn wir fair abstimmen, fügst du dich. Es ist Schwachsinn. Und das wüsstest du, wenn du nicht dauernd deinen Kopf in den Sand stecken würdest. Ach, ich stecke den Kopf in den Sand? Du kannst Marlin ruhig hassen, aber du kannst nicht leugnen, dass AJ auch gefährlich ist. Wir warten, bis ihr gepackt habt. Dann bringen Louis und ich euch hinter die Sicherheitszone. Wir eskortieren euch sicher zur Straße. Es ist nicht viel, aber wenigstens sterbt ihr unterwegs nicht. Wir hätten euch auch einfach vors Tor werfen können. Danke, dass ihr zumindest... Nein! Warum dankst du ihnen? Es ist deren Schuld, dass wir gehen müssen. Sie wollen uns loswerden. Das ist eine Mehrheitsentscheidung. AJ, atmen. Wo ist Ten? Ich muss mich verabschieden. Er war stinksauer wegen der Abstimmung und redet mit niemandem mehr.
Wenn er so ist, lässt man ihn am besten in Ruhe. Aber er wollte übrigens, dass ihr bleibt. Wartet. Hat AJ immer noch die Waffe? Gib sie ab, mach keinen Blödsinn. Gib sie her. Muss das wirklich sein? Verdammt, klar muss das sein. Ich spaziere nicht in den Wald, wenn er das Ding in der Hand hat. Gib sie ihm. Hier, du kannst sie haben. Wenn wir später eine neue Waffe irgendwie kriegen. Haben wir immer bekommen. Scheiße. Und? Zufrieden? Können wir gehen? Ja, da hätte wahrscheinlich mehr stehen können, was wir unser Zuhause nennen. Vermute halt, dass wir ein paar Sachen vergessen hatten. Naja, hattest du gedacht, wir würden vielleicht wieder was mit denen hier erleben. Aber es scheint wohl, dass wir wieder auf der Straße sein werden. Oder im Wald. Zurückbleiben nur Erinnerungen und vielleicht Entscheidungen, die später noch Folgen haben werden. Zum Beispiel treffen wir jemanden wieder, der sauer hier ist von denen. Oder der uns nicht rausschmeißen wollte. Ja, zur Sicherheit. Finden wir wieder ein Auto? Bewaffnet. Wohl kaum. Letztes Mal hatten wir Glück. Also zu Fuß weiter. Meine Schuhe sind bald kaputt. Hoffentlich halten sie noch ein bisschen. Meine Füße werden wieder bluten. Wir können sie mit einem zerrissenen T-Shirt umwickeln. Nicht jammern. Ist ja nicht das erste Mal für euch. Ihr seid inzwischen sicher gut darin. Ist fast wie ein Spaziergang nach Hause. Das kümmert dich doch einen Dreck. Ich glaube, die beiden könnten noch streiten. Violet und Louis. Da hinten ist die Straße. Will noch wer was sagen, bevor wir gehen? Hab genug gesagt. Danke für deine Unterstützung. Gern geschehen. Ich wünschte, ihr könntet bleiben. Ich wollte das nicht. Komm schon, gehen wir. Nur eine Minute, okay? Ja, ich auch. Hätten wir es bloß nicht vermasselt. Es war Marlins Schuld. Er ist tot, macht aber immer noch Probleme. Mann, Violet, lass ihn verdammt nochmal in Ruhe. Also, passt auf euch auf, ihr zwei. Bin wohl verrückt. Ich kann euch nicht unbewaffnet lassen. Gut, immerhin. Danke. Hätten sie wahrscheinlich auch behalten können, wenn wir sie am Anfang nicht gegeben hätte. Hätte aber nochmal einen guten Eindruck machen können. Hat nicht gereicht. Wir sind rausgeschmissen worden. Los geht's. Die Sonne geht bald unter. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Ich kann es fühlen. Wie denn? Meine Haut wird ganz kalt. Dasselbe passiert mir auch vor einem Sturm. Ich fühle nichts. Du bist noch nicht so lange unterwegs wie ich. Clem? Hm? Schaffen wir es? Ich dachte, wir müssten nicht mehr vor bösen Menschen fliehen. Und den Monstern. Natürlich schaffen wir es. Wir sind es gewohnt. Ich hasse es hier draußen. Ich will wieder zurück. Ja, ich auch. Deckung!
Das klang aber nicht wie ein Schuss, sondern wie eine Explosion. Sehen. Okay, da. Betrachten. Kommt schon raus. Hab ein paar von euch auf der Straße gesehen. Könnt euch nicht ewig verstecken. Oh, ist das Mist. Der, den wir rausgestoßen haben? Ist das haben? Der Mann vom Bahnhof? Ja. Der ist nicht tot, da ist nur Warum der Arm lebt ab. Er noch? Wenn man das Körperteil schnell abschneidet, überlebt man. Bleib hier. Ja, müssen wir wohl, ne? Das war scheiße. Was? Shift und E? Alter! Sag mal, jetzt nicht Maus drücken, auf einmal eine Tastenkombination? Wollt ihr mich verkackeiern? Bleib hier. Wir können nur dahin schießen. Eine fiese kleine Schlampe. Hau einfach ab, dann lassen wir dich gehen. Wo ist AJ? Ja. AJ. Ja, das sind die Bösen. Nicht zögern. Vergiss es, Junge. Noch einen Schritt und ich blas ihr die Rübe weg. Abel. So sieht man sich wieder, Knirps. Nicht! Die zwei habe ich schon mal gesehen. Das sind Kämpfer. Du wirst sie mögen. Wir suchen nach einem Jungen, der hier eine Gruppe anführt. Marlon. Er ist tot. Tja, scheiße. Es ginge auch anders. Wie wär's? Bringst du uns zu deiner Schule, damit wir mit deinen Freunden reden können? Wir sind draufgeschmissen worden. Du hast nicht gerade viele Möglichkeiten. Komm schon, Kleine. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wenn ich zurückgehe, töten sie mich. Und ihn. Und euch zwei vermutlich auch. Sie lügt. Auf jeden Fall. Nicht! Aua. Lass ihn los, bitte! Sicher, wenn du tust, was wir wollen. Sonst schlag ich ihm den Schädel ein. Schon mal gesehen, wie gammliges Obst zerplatzt, wenn man es wirft? Genauso wird das aussehen. Clementine! Du meine Güte. Kenn ich die? Clementine, du bist es? Ich heiße Lily. Moment mal. Du erinnerst dich wohl nicht an mich. Ist eine Weile her. Ich hab dich noch nie gesehen. Doch, doch. Das war die Ganz am Anfang hat dich ein Mann namens Lee gerettet. Der hat uns das Wohnmobil geklaut. Oder dich entführt. Wer weiß. Ich war eine Weile in deiner Gruppe, aber dann nicht mehr. Da habe ich zu schnell, ich kenne dich nicht gedrückt. Nicht jetzt. Was zur Hölle? Hey, nicht jetzt. Lee ist nicht bei dir. Also ist er tot. Er war gütig, auch nachdem ich das Mädel getötet hatte. Carly. Lee hätte mich niemals in der Gruppe behalten dürfen. Es war zu einfach, mit dem Wohnmobil abzuhauen. Er hat anderen Menschen zu sehr vertraut. Deshalb hat er dich wohl nicht verlassen. Und deshalb ist er wohl gestorben. Dir wird das Gleiche passieren, wenn du seine Fehler wiederholst. Dein kleiner Junge, du wirst sterben, um ihn zu schützen. Eine Weile hältst du vielleicht noch durch, aber irgendwann wird er dir zur Last werden. Ein unentdeckter Beißer, eine Kugel, der du nicht ausweichen kannst, ein Hilfeschrei, der die Herde anlockt. Wer weiß, aber du stirbst zuerst.
Mutig, aber dumm, dass du überhaupt so lange überlebt hast. Du brauchst einen besseren Plan, als nur deine Feinde zu töten. Scheiße, dafür haben wir keine Zeit. Wir kennen uns von früher. Toll, du kennst sie, ich kenne sie, aber wir haben was zu erledigen. Wir können dir helfen, den Jungen großzuziehen, Clementine. Aber du musst etwas für uns tun. Was? Euch dabei helfen, noch mehr Kinder zu entführen? Wir brauchen nicht nur ein paar, wir brauchen alle. Wir nehmen euch mit nach Delta zu unseren Leuten. Wir haben Mauern, wir haben eine funktionierende Solaranlage und bauen Feldfrüchte an. Du musst nur zu deinen Freunden zurück und sie davon überzeugen, friedlich mit uns zu kommen. Niemand wird verletzt. Ich bin nicht Marlon. Also, ich werde mir den kleinen Scheißer hier und jetzt vornehmen. So weiß ich, dass du dich benimmst. Sei nicht dumm, Clementine. Entscheide dich, für uns oder die anderen. Wenn du den Kleinen retten willst, wählst du nicht die anderen. Lauft! Da muss man immer entscheiden. Komm schon! Was ist die bessere Wahl, damit keiner stirbt? Wurde er getroffen oder nur hingefallen? Erschrocken? Eieieiei. Die kommen näher. Und Quicktime-Events. Ich liebe es. Geben aber nicht auf. Scheiße. Ey, ich hab gedrückt nach links. Aber lange drücken, Alter. Soll das so sein? Das wird bestimmt super vom Mikro aufgefangen. So Tastengehämmer. Nein! Das sei nur Fuß gewesen. Standbild. Habe ich jetzt direkt wieder einen taktischen Kampf am Anfang? Ich glaube ja. Den können wir direkt erledigen. Da war nichts in der Nähe. So, umsehen. Zwei Stück. Jetzt schnell weg. War mein erster Gedanke. Scheiße, drei Stück. Noch sind die anderen weg, ist mein erster Gedanke. Aber da muss ich erstmal drauf rum. Ey, Mann. Ach, ja, das ist ein Problem. Wieder so ein taktisches Ding. Und dann... Ich glaube, das erste Töten war immer noch okay. Wird mir angeboten, aber ich
bin ich. Ne, Pause wollte ich nicht drücken. Wie aktiviert man Pause? Das ist immer noch einer zu viel. Hab gedacht, wenn der betäubt ist, könnten wir ihn danach töten, weil es angeboten wurde. Also ich bleib dabei. Erster töten. Das ist jetzt ein bisschen Trial and Error. Ey, ich hab Betäuben gedrückt. Was ist denn das für ein Scheiß? Vor allem, ist das jetzt wirklich auch noch davon abhängig, wie schnell man Q drückt? Das ist scheiße, nämlich. Da wird mir überhaupt nicht das. Okay, wir können so nicht anfangen. Ich weiß nicht, warum es am Anfang angeboten wurde, aber mir wird jetzt nicht mehr angeboten, den zu betäuben. Ja, da drücke ich immer auf irgendeine Taste. Das. Also rechts ist auch eine ganz schlechte Entscheidung. Dann fangen wir jetzt mal mit dem ersten an mit Betäuben. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Und da kann ich nicht weglaufen. Scheiß. Zwei Stück, drei Stück, scheiße. Schneller laufen wäre eine tolle Sache. Nein, 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 nein. Ach, fucky. Wollte ich jetzt wieder ganz vorne anfangen?